Ja, hallo Leute, heute geht's um die Kurve in Muggenhof in der Adolf-Braun-Straße. Da haben sich jede Menge Leute zusammengetan, um zu protestieren, weil hier spielen sehr viele Kinder links und rechts. Hier links ist das Falkenhaus, hier rechts das Naturfreundehaus, dahinter Collect Jardin. Und also ganz viele haben sich zusammengetan, um zu sagen, hey, hier spielen Kinder, hier hört ein Gehsteig auf, hier ist eine Kurve und ein Gefälle. Schaut euch das mal genau an. Hier unten kommen die Autos und hier, wo die Fähnchen wehen, da ist gar kein Gehsteig mehr. Jetzt sehen wir es gleich. Also hier von oben kommen die Autos direkt aus einer Kurve, vorher eine vierspurige Straße, die hier eng wird, hier zur Zone 30 wird. Und genau hier ist noch der Gehsteig zu sehen. Der geht jetzt genau bis zur Einfahrt zum Naturfreundehaus. Und da hört der Gehsteig auf. Also man muss hier die Straße wechseln. Hier ist ein mini Grünstreifen. Hier kann man wirklich nicht entlang laufen. Und genau hier an der gefährlichsten Stelle soll man über die Straße. Und da haben viele, viele protestiert. Und jetzt schauen wir mal, was die Barbara Fraß erzählt. Ja, hallo Leute, hier neben mir steht die Barbara Fraß von den Naturfreunden. Du Barbara, heute gab es hier auf der Straße eine Demo. Warum? Weil wir seit 15 Jahren fordern, dass diese scharfe Kurve, S-Kurve, entschleunigt wird, entschärft wird. Und weil unsere bisherigen Bemühungen nicht gefruchtet haben, haben wir heute den Antrag von der SPD und unsere Forderungen mit einer kreativen Ankommen auf unser Gelände untermauert. Ja, das war wirklich toll und das sieht man jetzt ja auch in dem Video, das wir jetzt sehen. Das ist ein ganz schlechter... Ein häufiges Bild, da kommt der Laster, hatte gerade noch eine vierspurig ausgebaute Bahn, auf seiner Seite sogar noch mit Radwegen auf beiden Seiten, aber damit ist es auf einmal ganz plötzlich vorbei. Nur noch einspurig, ohne Radweg, hier wenigstens noch der Gehsteig und jetzt direkt in der Kurve endet dann auch noch der Gehsteig. Und genau hier, wo jetzt der Radfahrer ist, da müsste man jetzt die Straße überqueren, wenn man nicht weiß, dass man schon ganz, ganz an anderer Stelle rüber sollte. Hier sehen wir jetzt auch Kevin im weißen T-Shirt und links im Blau den Savas. Wir haben auch eine rote Kartenaktion gemacht, die haben die beiden in der Hand. Und damit wollten wir ausdrücken, rote Karte für diese Verkehrssituation, da muss sich was ändern. Naja, der fährt wenigstens so langsam vorbei, ne? Ja, der fährt langsam vorbei, aber er ist halt riesig, ne? Ein halbes Jahr nach dieser Aktion im Januar 2022 hat sich nun der Verkehrsausschuss mit unserem Antrag beschäftigt und zumindest prüfen sie eine Menge Dinge, also nicht alles, was man sich gewünscht hatte. Es soll keine Spielstraße oder ähnliches geben, denn die Straße sei zu wichtig, aber ein großer Erfolg ist, dass der Gehsteig ausgebaut werden soll. Man muss also an dieser gefährlichen Stelle in Zukunft nicht mehr die Straße wechseln. Das soll geschehen, weiteres soll geschehen, jede Menge soll geprüft werden für einen weiteren Verkehrsausschuss und wir werden da genau hinschauen, dass die Aktivisten vor Ort, die Naturfreunde, Collect Jardin und die Falken, dass die zu ihrem Recht kommen und dass es hier an der Adolf-Braun-Straße besser wird. Wir bleiben dran.